Rum aus Melasse wird rund um den Globus produziert. Rum Agricole aus Zuckerrohrsaft wird als geschützte Herkunftsbezeichnung nur auf den französischen Überseeinseln hergestellt. Unter einer anderen Bezeichnung, wie zum Beispiel Cachaça, auch in anderen Ländern wie Brasilien. Servus zu einer Zuckerrohrsaftreise namens Rum Special auf iws.tv. Ich begrüße Sie und meinen Gesprächspartner Vittorio Capovilla, der ja auch auf Guadeloupe rumbrennt, bei mir im Studio recht herzlich. Vittorio, schön, dass du bei mir bist. Die Frage ist nur, wie kommst du aus Obst- und Grappabrenner zum Rum? Zum Rum. Ich bin da in diesem kleines Projekt reingerissen worden, sozusagen, von meinem Partner in dieser Rumgeschichte. Das ist der Luca Gargano, der Patron von Velier, ein wichtiger italienischer Importeur von allen Rums. Er kennt Karibik so wie besser als seine Tasche, sozusagen. Und schon in die 90er Jahre, komm, wir machen doch etwas zusammen, also wir machen einen anderen Rum und so. 90er Jahre war da und 2002, 2003, ich habe gesagt, du such wenigstens jemand, der uns wenigstens in einer Brennerei, die schon existiert, uns ein bisschen Platz gibt, wo wir unsere Brennkessel, unsere Gärtanks bringen können. Und so wäre es möglich, nicht von null anfangen und dort Rum zu produzieren. Und dann hat er jahrelang gesucht, bis er ein Gesprächspartner so einigermaßen einverstanden war. Und so ist diese Abenteuer gestartet, sozusagen, in Guadeloupe, in Marie Galante, das ist diese Insel vor Guadeloupe. Und da haben wir im 2006 angefangen zu brennen. Ja. Du bist ein typischer Italiener, sehr, sehr leicht zum Verführen. Das habe ich schon gesehen. Kann man so sagen. Alles, was dich interessiert, magst du. Wenn Grundstoffe interessant sind, dann bin ich einverstanden, ja. Du hast mir gerade das Stichwort Grundstoff gegeben. Grundstoff für Melasse und für Rum Agricole, ja, ist ja Zuckerrohr. Ist alles Zuckerrohr, ja. Nur Zuckerrohr ist nicht Zuckerrohr, der Apfel ist nicht Apfel. Da gibt es ja unterschiedliche Natürlich. Zuckerrohrarten. Natürlich. Erklär uns das ein bisschen, nicht, bitte. Nicht nur Zuckerrohr. Also selbst wenn man von Zuckerrohrsaft spricht, es gibt ja über 120, 130 verschiedene Zuckerrohrsorten. Und das ist eigentlich so wie Apfel oder Birne. Jede Sorte hat seinen eigenen Geschmack. Allerdings, die Franzosen kommen nicht so richtig drauf auf diese Geschmacksverschiedenheiten. Weil den Rum Agricole, also der, wo direkt vom frischen Zuckerrohrsaft, vergorenen Zuckerrohrsaft gebrannt wird, Der Verarbeitungsvorgang ist sehr schnell und das wird dann in die kreolische Kolonne auf einmal destilliert. Da ist natürlich, sind natürlich immer Vor- und Nachlauf ist immer dabei. Und eben oft sind die so ein bisschen fehlerhaft, ein bisschen grasig, aber das ist eigentlich sein Charakter. Das ist immer so gemacht worden. Tradition. Tradition, ja. Schnelle Gärung, also in 48 Stunden vom Zuckerrohr haben die schon den Rum gebrannt. Das heißt, normalerweise in den Zuckerrohr geht über drei Pressen. Das heißt, nach der ersten Presse werden diese zerdrückten Fasern benässt, dann in die zweite Presse hinein, nochmal benässt und die dritte. Richtig und die ausgespült, dritte, auf gut Deutsch der Zucker. Ausgespült, genau, so dass alle Zuckerstoffe, ja, die in die Faser drin, so weit wie möglich ausgenutzt wird.
Und diese Fasern gehen dann direkt im Dampfkessel hinein, um den Dampf zu produzieren, wo für die Distillerie notwendig ist. Der getrocknete? Der ist nicht trocken, das ist noch ziemlich feucht, also vom sieht wie trocken aus, ist aber nicht, hat noch 50% mit dem zu verwenden. Aber das geht dann in Dampfkessel hinein und das wird sofort gebrannt, also wenigstens ein Teil. Früher hat alles mit Dampf funktioniert, Presse, Pumpe, alles. Jetzt auch dort, die haben auch Strom und dann das, also nur ein Teil von dieser Bagasse wird verwendet, für den Dampf zu erzeugen. Also auf diese Weise haben die den Saft mindestens mit 50% Wasser verdünnt. Ja. Das heißt also, dass den vergorenen, verdünnten Saft macht 3,5, 3,7 Volumenprozentig. Also in 36 Stunden ist die Gärung schon fertig, weil die Temperatur wird nicht kontrolliert. Das geht auf 35 Celsius hoch. Das ist ganz schnell. Da wird auch angesäuert, im Sinne, um bakterische Nebengärungen zu vermeiden. Die tun den pH tiefstellen. Aber Entschuldigung, das ist ja dann ähnlich wie zum Beispiel die Sauermesh beim Bourbon. Das ist eine ähnliche Situation. Kennst du Sauermesh? Nein, nein. Beim, nach dem Destillieren, ja, werden praktisch beim Whisky, wenn du so willst, beim, ja, Bourbon, wird, ja, das Flüssige vom Festen getrennt. Ja. Und das Flüssige kommt immer wieder zu den einzelnen Gärvorgängen dazu, damit der pH gesenkt wird und die Aromatik identisch bleibt, mehr oder weniger. Nein, das ist wieder etwas anderes. Weil denn die traditionelle Rum, Grand Arome, ja, das wird mit dem gebrannten Saft, also die Schlempe praktisch, ja, wird verwendet für zu gären, also für die neue Gärung. Und da sind viel mehr, wie sagt man, Aromastoffe? Aromastoffe, ja, ja, die dann mitgetragen werden, weil alle die traditionelle Rum aus Melasse, die werden mit über 90 Volumenprozentig distilliert, sodass die so sauber wie möglich sind. Aber dann, die sind auch arm in Extrakte. Und diese Grand Arome dient eben, um mehr Extrakte zu herausholen. Ja, aber im Kern ist es schon sehr ähnlich, aber, ja, nur, okay, zwei verschiedene Zugänge. Aber nur, wenn auf, wir auf Rom Agricole zurückzukommen, dann die Gärung passiert ganz schnell, also natürlich... aber offen, oder? Offen, in offenen Behältern? Offene Behälter, immer offene Behälter. Warum eigentlich? Weil das schäumt und das ist auch schnell zum Waschen. Das ist also das ist nicht notwendig. Das, du hast ja keine Oxidationsprobleme dadurch, dass die sowieso mit angesäuert haben. Also du hast ein tiefes pH und da sind Nebengärungen praktisch existieren nicht. Also die machen keine bakterische oder Essig Nebengärung. Ja. Hast du da eine Möglichkeit, die Temperatur zu kontrollieren, wenn es offen ist? Also was wir machen, ist ein bisschen anders, was die Franzosen machen. Ja. Im Sinne, wir starten mit dem reinen Zuckerrohrsaft, also von der ersten Presse, ohne Wasser. Das wird abgekühlt, weil das ist schon nahezu 30 Celsius. Das tun wir auf 20 Celsius zurücksenken. Wir haben unsere Hefe, weil normalerweise dort, das ist Backhefe, also das muss wenig kosten. Ja. Und dann tun die Ammoniaksalze dazugeben, um die Gärung zu beschleunigen. Wir haben unsere Hefe, also das sechste Jahr war ein Suchen an die richtige Hefe. Ich würde auch gerne spontan Gärung machen, aber dadurch, dass wir in einer
Ambiente sind, wo eben in der Luft alle die andere Hefe da sind, können wir das nicht machen. Also wir machen eine temperaturkontrollierte Gärung von 7-8 Tagen und dann doppelte Distillation, so wie wir die mit dieselben Technik, so wie wir Fruchtmaische brennen. Deswegen ist es ein bisschen anders als die übliche Rhum Agricole französische. Aber wenn wir jetzt vergleichen, Rhum Agricole und der normale Melasse Rhum, wie unterscheidet sich die Produktion vom Zuckerrohr weg? Also, so wie gesagt, Rhum Agricole oder Clarin oder gewisse Cachaça, die wo mit dem frischen Zuckerrohrsaft gemacht werden. Traditionelle Rhum, und das ist über 90%, die sogenannte traditionelle Rum werden mit praktisch die Rückstände von Zuckerproduktion, diese dicke Masse, diese Melasse, das sind eben Rückstände bei Zuckerproduktion, weil gewisse Süßstoffe, die im Zuckerrohrsaft drin sind, trotzdem, dass sie konzentriert werden, die werden nie Zuckerkristalle. Die kristallisieren nicht und das ist eben die Melasse. Die wird dann verdünnt, 10-mal vergoren und destilliert, so wie üblich eben. Ja. Nur im Grunde genommen, Rhum Agricole wird ja mit einem nobleren, ja. Wird mit Botstil oder? Nicht unbedingt. Aber eher mit Botstils destilliert? Nein. Agricole, also was die Franzosen machen, das sind die kreolischen Kolonnen. Ja. Die haben keinen Botstil. Botstil wird in anderen. In Jamaika mit Double Retort. Zum Beispiel Apple. Ja, aber das ist alles Melasse, nicht? Ja. So, ich kann da nur wieder aus meiner Erfahrung sagen, wir brennen ja selbst auch Rum. Ja. Wir haben das aus Melasse gemacht. Wir haben zum Beispiel unsere Melasse von Pakistan. Ja. Das sind Seen, die Melasse wird offen gelagert. Das sind Seen von Melasse-Seen, wie sie gelagert werden. Und bei uns haben wir Anfang Juli, wir sind auf 1000 Meter, haben wir die Melasse verarbeitet zum Gären gebracht. Es war relativ kühl Anfang Juni. Du kriegst die Melasse nicht einmal aus dem Tank. Du musst mit heißem Wasser hineinfahren. So zähflüssig ist das. Und wir haben damals ein nettes Projekt gemacht. Wir haben 5 verschiedene Tanks mit 5 verschiedenen Hefen vergoren, auch mit der Bäckerhefe, weil wir eben sehen wollten, wie unterschiedlich ist die Aromaausbeute. Und das war ein recht interessantes Produkt. Ja, natürlich. Nur wenn man jetzt den Rum generell, den Agricole mit dem traditionellen Rum, wie du sagst, mit dem Melasse-Rum vergleichen, wir haben einmal erstens die weißen Rums. Jawohl. Dann haben wir den Bay, das ist praktisch ein leicht Strohfärbener. Ja. Und dann haben wir eben den dunklen Rum auch, oder? Aber bei Rum Agricole. Die Hauptmenge von Rum, das wird also weiß getrunken, also eigentlich Italien so wie Österreich, gewisse Länder, die haben keine große Tradition an weißer Rumkonsum. Aber England, Frankreich und alle Inseln, die trinken es weiß und die machen also den Punch, also den Tea Punch oder Caipirinha in Brasilien und so. Das wird also. Was wirklich gelagert wird, das ist also relativ wenig, nicht? Weil früher, die haben also keine Stalltanksbehälter gehabt. Also was nicht schnell verkauft worden ist, Behälter waren Fässer, nicht? Und die sind ins Wasser reingetan worden, so wie Grappa in Italien. Aber für den Transport auch natürlich. Auch für den Transport. Und deswegen hat man gesehen, dass die Fasslagerung eben ein Wert dazu gibt, wird komplexer, kommt natürlich darauf an was für Fässer das man braucht. Gilt das für alle holzfassgelagerten Produkte von Whisky angefangen über Amann, Erkoner, gilt das dasselbe. So, das waren also Behälter, ja. Aber prinzipiell müssen wir zum Unterscheiden, wenn wir jetzt zum Beispiel die Melasse-Rums hernehmen, die überall auf der Welt produziert werden können. Ja. Übrigens, aus Melasse wird natürlich auch genauso Wodka produziert. Dann wird er dementsprechend hochrektifiziert, über 96%, wird gefiltert, bis er neutral ist. Ja. Aber prinzipiell müssen wir unterscheiden zwischen Light Rum, der höher im Alkohol ist,
und anormalen Rum, der tiefer im Alkoholschnitt destilliert wurde. Der Light Rum wird in erster Linie, auch wenn er Holzfass gelagert wurde, wird er in erster Linie zum Mixen verwendet. Sie. Hingegen Rums, die Botstil destilliert sind, die sind reicher an Extrakten natürlich. Je tiefer der Alkoholschnitt genau. in der Destillation, desto höher die Aromatik. Richtig, je höher im Alkohol, desto schlanker, desto dünner. Deswegen müssen wir immer differenzieren zwischen Leitrahm und einem normalen Rum. Und dann gibt es natürlich die unterschiedlichen Möglichkeiten. In Multikolonne, die praktisch wie Reinalkohol gebrannt wird. Ja. Genau. Und dann müssen wir auch beim Weißen noch einmal unterscheiden. Es gibt eben den Superior, wenn man so will. Das ist der karibische Style. Da wird der weiße Rum auch in der Karibik in Fässern gelagert. Ja. Allerdings sind das sehr große Fässer, sehr alte Fässer, wo im Grunde genommen kein Geschmack mehr oder keine Farbe mehr abgegeben wird. Aber Holzfass gelagerte weiße Rums haben eine ähnliche Stilistik wie fast gelagerte Produkte, gehen ein bisschen in das Warme, ein bisschen in das Schokoladige hinein und haben neben den Schokoladigen dann auch noch die exotischen Töne. Nur, Vittorio, wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir vor lauter Reden endlich einmal auch zum Trinken kommen. Ja. Wir haben jetzt von dir einen Rum Agricole. Ja. Und ich schenke da jetzt noch ein für uns zwei von Grenada. Ist nebenbei ein 96-Punkte-Produkt. Das ist ein Light Rum mit knapp 70 Alkohol. Und wenn wir jetzt uns auf die Aromasuche begeben und diese beiden Produkte vergleichen, das deine und das andere, dann ist einmal eins klar. Wie viel Alkohol hast du? 56. Ja, das ist eh nicht viel. Deins ist natürlich von Aromatik höher, weil es auf 56% ist. Und das andere Produkt mit knapp 70% oder 69% ist natürlich eine Aromatik nicht mehr so intensiv, weil Alkohol auch deckt die Aromatik. Natürlich, natürlich. Und wenn Alkohol die Aromatik deckt, vor allem bei einer Beurteilung, du kannst immer nur das beurteilen, was du im Glas riechst. Klar. Du kannst ein bisschen relativieren, aber viel nicht. Aber am Gaumen ist dann etwas ganz anderes, also würde ich sagen, ja. Wie würdest du deinen jetzt beschreiben, im Duft und im Geschmack? Also das ist... Ich bin an Arbeiten an gewissen Zuckerrohrsorten, weil in dem Insel, wo wir sind, gibt es noch alte Sorten, aber leider die alten Sorten produzieren weniger. Deswegen diese neuen Hybriden, weil Zuckerrohr wird in Tonnen verkauft. Also. Wenn jemand die alte Sorten pflanzt, wenn man so sagen, oder vermehrt, produziert vielleicht 40-50% weniger, dann musst du auch bereit sein, eventuell wenn jemand dir das produziert, das doppelt zu bezahlen. Und das ist normalerweise nicht der Fall. Aber du machst das gerne. Das mache ich gerne, ja, natürlich. Aber es ist auch Folgendes. Wenn eine neue Anlage vom Zuckerrohr gepflanzt wird, die schneiden dann einmal im Jahr, mindestens 6-7 Jahre. Dann das Problem ist, wie soll ich sagen, die landwirtschaftlichen Leute zu überzeugen, dass du das kaufst und dass du das auch mehr bezahlst. Aber die sagen, ja gut, ich habe Vertrauen. Aber wenn du nach 2 oder 3 Jahren das nicht mehr willst, das muss ich dann an die Zuckerfabrik, in die Sucrerie bringen. Und das dann ist ein Verlustgeschäft. Das ist ein Verlustgeschäft. Also es ist viel Arbeit dahinter. Aber was rauskommt, ist wirklich interessant. Weil jetzt schon das, wo aus gemischter Sorte sind, weil dort in die Brennerei kommt eins nach dem anderen, also die Agricoltori, die kommen hin und die werfen das alles, bitte. Nein, ich sage nur, für mich habe ich drinnen Hagebutten, wunderschön. Für mich habe ich drinnen Vegetabilien-Noten, die komplett in die Artischocke gehen. Ja. Und das sind aber auch alles Noten, es sind Rosentöne drinnen, es sind exotische Töne drinnen. Das ist die typische Stilistik von der Bandbreite her für einen Rum Agricole. Und wenn wir jetzt den Rum Agricole mit einem Light Rum, mit einem Melasse Rum vergleichen, was meinst du? Ich habe einmal in der Nase von Kakao angefangen, über Bitterschokolade die Töne drinnen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die industrielle Rum irgendwie auch geholfen werden, so von der Aromatik und von das Ganze. So wie auch die Fassgelagerte. Man muss nicht denken, dass alles ehrlich ist. Verstehst du? Die Industrie produziert etwas für den Markt. Der Markt muss das, wie soll ich sagen, annehmen und lieben möglicherweise. Deswegen ist nur Frankreich über Meer, die gewisse Regeln haben. Der Rest vom Welt macht, was er will. Er tut Aromastoffe, Farbstoffe, alles rein. Also die werden nicht kontrolliert und jeder benimmt sich so, wie er besser meint, ja, sozusagen. Weißt du, es darf jeder produzieren, wie er es will. Es muss gesetzeskonform sein. Nur ein Thema haben wir noch nicht angesprochen, den Spice Drum. Ja. Du weißt ja, dass der Spice Drum praktisch aromatisiert darum ist. Ja. Und für uns ist es immer ein Problem. Wir verkosten alle Spiritosen oder alle Rums der Welt. Da gibt es natürlich immer nationale Gesetze. Zum Beispiel auf Grenada, wenn man nicht alles täuscht, dürfen zum Beispiel die Rums, die Rums 2%, auch die normalen Rums, aromatisiert werden. Ab 3% ist es aber ein Spice Drum. Und damit ist natürlich die Bandbreite zwischen einem normalen Rum und einem aromatisierten Rum ist nahtlos übergehend. Aber es hat, jedes Produkt hat seinen Markt. Jeder Mensch hat seinen Fanclub. Ja. Es ist alles recht und schön. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass jeder in dem Bereich, wo er Produkte trinkt und genießt, sie weiterbilden, damit er weiß, was der Unterschied zwischen einem Travi und einem Porsche, was weiß ich was, oder einem Rolls-Royce ist. Aber es ist immer Training und es ist immer Übung. Aber Vittorio, wir müssen jetzt schon langsam schauen, dass wir das Thema Rum fertig kriegen. Ja. Du hast hier uns etwas mitgebracht. Da brauchst und du den, dazu. Was ist da jetzt? Also anstelle von den T-Punch, also wie gesagt, also Großteil vom Rum wird weiß getrunken. Aber was ist T-Punch? T-Punch ist ein Petit Punch, also kleinen Punch, ja, in die ganze Karibik. Also P-Punch. T-Punch. Das, den T steht für Petit, ja, okay, also für klein, kleinen Punch. Punch ist alles, was mit Rum vermischt ist, ja, eigentlich. Und das wird eben weiß vermischt mit Zitrus, Saft, weil das wird mit Honig oder Zucker gemacht. Der ist vom Luca Gargano anders getauft worden, also nicht Tee-Punch, sondern See-Punch, Capo-Punch. Weil unser Rum ist sauber, der braucht also keinen Zucker. Da wird nur ein Würfel Eis ins Glas reingemacht. Aber Vittorio, weil du jetzt gerade von Zucker auch redest, jetzt muss ich trotzdem noch einmal zurückblenden. Ja. Viele Rums, die verkauft werden, ja, namhafte Rums, sind inzwischen eigentlich keine Rums mehr. Die kratzen irrsinnig stark an der Grenze zum Likör. Die haben Zucker ohne Ende. Es ist unglaublich. Aber die Welt wird immer süßer. Es ist alles zum Akzeptieren. So wie da, solange so du wie jetzt... Grappa und verschiedene Sachen, nicht? So ist es. Ja. Aber anderes Thema. Aber bis du das alles vorbereitet hast, machen wir jetzt etwas. Wir kriegen ein richtig karibisches Feeling. Damit wir jetzt auch noch den richtigen Sound dazu haben, wird jetzt Humus uns zeigen, wie sie das Thema Rum interpretieren. Jetzt bekommen wir von Humus, jetzt bekommen wir von Humus den Sound of Rum präsentiert.
Vittorio, ja. Schön, dass du das jetzt vorbereitet hast. Ich hoffe, dass du jetzt in den richtigen Schwung gekommen bist mit Humus. Vittorio, danke, dass du zu uns gekommen bist. Prost, Mama. Der Siebwunsch ist wirklich super. Und das ist ein perfekter Aperitif. Auch digestiv, mir schmeckt es jetzt absolut. Auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. So, schön, dass Sie bei uns zu diesem spannenden Thema durch die Welt der Spiritosen dabei waren. Wenn Sie weiterhin über Spiritosen informiert sein wollen, abonnieren Sie bitte auf Inside World Spirits TV oder YouTube unseren Channel. Prost, bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits. Gesundheit, Vittorio. Danke, dass du da warst. Passt auch zu rohes Fisch, kreolische Küche, wunderbar. Super. Das bringe ich zu unseren Freunden da, die jetzt, drauf warten. Jetzt passt. Geht sie genau aus.